diesem Zusammenhang dann auch die Frage. Wenn sich in Liechtenstein ein starkes Erdbeben ereignet, dann ist die Chance doch sehr hoch, dass sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner betroffen sind. Ich glaube, das war gerade der praktische Fall. Somit kann der Solidaritätsgedanke nicht ausgelebt werden, denn dieser setzt voraus, dass es auch Personen gibt, die nicht betroffen sind. Damit ein solches System funktioniert, benötigen wir viele diversifizierte Einzahler und da reicht die Fläche Liechtensteins definitiv nicht aus. Im Weiteren stellt sich für mich in diesem Zusammenhang dann auch die Frage, das wird langsam heftig. Ich glaube, man weiß ja nie wegen Nachbeben. Wir machen mal eine Viertelstunde Pause.